mit der angeknacksten Meerforellenspinnrute. Die hat mir nicht einen Fisch zerstört, sondern die hat mir einen Blinker zerstört, der gegen die Rute geknallt ist. Ich habe das hier gefixt. Aber mit dieser angeknacksten Meerforellenrute gehe ich mal auf Barracuda mit dem Meerforellen-Needlestick. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, ziemlich blöd gelaufen mit dieser Custom-Spinnrute von Jagdfisk, die mir Wurfweiten ermöglichte, wie mit keiner anderen. Über ein Jahr hatte sie mich begleitet auf Lachse, Meerforellen, aber auch Pollacks und dicke Makrelen. Dann hatte ich mit einem Deadly Dick Blinker einen Hänger im Tang. Ich zupfte mit der Rutenspitze an ihm und peng, ist der 28 Gramm Blinker genau an die Stelle an der Spitze geschossen. Der 3,35 Meter lange Blank ist gerade mal 120 Gramm leicht. Also aus hauchdünnem Material und dementsprechend empfindlich gegenüber Belastungen, die normalerweise nicht beim Angeln auftreten. Die parabolische Aktion der Rute hat selbst 4 Kilo Pollacks ohne Probleme bewältigt. Selbst mit der angeknacksten Rutenspitze hatte ich zuletzt noch einen Dorsch und einen sicher 3 Kilo schweren Pollack gelandet. Hier an den Kanarischen Atlantik hatte ich sie mitgenommen, in erster Linie für Kaimare. Denn die weiche parabolische Aktion einer Meerforellenrute ist ideal für diese Kopffüßer. Meine Tochter hatte das auch schon in Norwegen unter Beweis gestellt. Auch mit der angeknacksten Rutenspitze. Wurfweite ist sehr begrenzt. Ich bin mal gespannt. In die Bruchstelle hatte ich ein kleines Fiberglasstück einer anderen Rute eingesetzt. Der beeinträchtigte natürlich die ursprüngliche Federkraft der Rute. Ui, da geht's schon los. Eieiei. Barracuda fühlt sich so an. Ach du Scheiße. Jetzt geht's ab. Könnte Barracuda sein. Man sieht deutlich den Knick in der Rute. Ich hoffe, die hält noch durch. Eieiei. Geht's richtig ab. Ja, kleiner Barracuda, wie es scheint. Bisschen zu klein. Oh, und der andere gleich hinterher. Und? Ui! Nochmal die Welle. Nochmal die Welle, nochmal die Welle. Oh, ey. Und gebrochen, genau in dem Moment. Wahnsinn. Ja, da die Brücke kann ja ihren Aufgabe erfüllt. Ja, selbst ein kleiner Barracuda und ein relativ ruhiger Atlantik sind eben kein Forellenpuff. Die versuche ich auf Gran Canaria zu reparieren. Auf Gran Canaria kenne ich einen Angelladen, der sich auf alle möglichen Routenreparaturen spezialisiert hat. Ich platziere euch mal die Adresse in der Beschreibung unter dem Video. Coole Sache. 14er Hauptschnur. 30er Vorfach, 13 Barracuda. Wie man sieht, ist der Glasfieberstab, den ich zur Verstärkung in die Spitzenteile eingesetzt hatte, gebrochen. Also eine ordentliche Belastung.